ein kleiner, naja, ich weiß nicht, ob man das Downgrade nehmen kann. Ich habe jetzt die Sony NEX 3N von 50i auf 25p umgestellt, damit ich das beim Schneiden nicht mehr dahinter leisten muss. Und zweitens, es muss jetzt schneller gehen, weil so langsam habe ich Probleme mit meinen Ressourcen. Mein Paket ist da. Die letzte Anschaffung. Für mehr gibt es kein Geld. Also die Rettungspfeife funktioniert. Das ist das Saleva PTX 2-Mann Biwaksack. Das alles immer so verknotet sein muss. Ich mache jetzt nicht den Alexander den Großen, also den gordischen Knoten durchgeschnitten hat. Machen wir mal auf und schauen mal, wie das Teil aussieht. Wenn es so einfach wäre, das Teil rauszukriegen. Na, was ist denn da drin? So Trockenzeugs. Ja, von innen sieht das Teil aus wie mein Thermo-Bigi-Bag von Saleva, das Doppelte, das nicht atmungsaktiv ist. Und das hier ist das Zwei-Mann-Biwaksack. Also oben rot. Und die Brau. Und hier oben ist der berühmte Reißverschluss, der von innen nicht wieder aufgeht. Also, wer blöderweise den ganz zugemacht hat, der kriegt den von innen nicht mehr auf. Und quasi selbst der Tür. Oh! Das geht hier komplett durch die komplette Breite und dann auf der linken Seite geht der Reißverschluss bis ungefähr zur Hälfte. Und linke Seite ist gut. Bezüglich meines Schlafsack von Snookback. Also, das soll angeblich das atmungsaktive Teil sein. Ich muss das noch ausprobieren. Ah, und am Fußende gibt es auch einen Reißverschluss, damit man von unten noch die Füße belüften kann. So, das Ganze sieht ganz nice aus. Also für zwei Leute, weiß nicht, das wäre, glaube ich, zu knapp. Aber einer hat voll gemütlich viel Platz. Ganz easy. So, hier bis dahin geht der Reißverschluss auf und ich kann ihn komplett hier den ganzen Kopf aufmachen. Ich muss hier bloß am Ende aufpassen,
dass ich nicht den nicht ganz zumache, weil sonst kriege ich den nicht wieder auf von innen. Aber ich würde sowieso so ein kleines Tab mindestens hier vorne über dem Kopf machen. Ein ganz gemütlicher Einstieg. Ich glaube, ich mache mal so ein kleines Test-Einstiegsvideo. Platz ist genug da, also für zwei war es ziemlich eng. Da müssen sich die Leute ziemlich arg lieb haben, damit es für zwei Platz hat. Aber hier hätte ich genug Platz für meinen Schlafsack und noch die Daunendecke und dann noch ein kleines Tarp drüber und dann kann es pissen. Mir wird schön warm und gemütlich. Also wenn ich schaffe, auf den Jakobsweg zu kommen, dann werde ich das gut gebrauchen können.